Ja, ich habe das jetzt eingesetzt. Ich habe da jetzt so eine Pop-Niete reingemacht. Das mache ich ganz oft, dass ich da ein Loch reinmache. Und damit ich dementsprechend die Teile einbauen kann. Und hier sieht man sie. Und dann hat man das einfacher, das eben halt zu machen. Ja, jetzt baue ich das Ganze wieder zusammen und dann sollte das dementsprechend funktionieren. Ich habe das jetzt wieder zusammengebaut. Irgendwie fehlt da was drin. Und jetzt machen wir mal eben den Deckel hier wieder drauf. Das ist jetzt ein bisschen stramm hier. Ich musste die Schraube hier einsetzen. Weil sonst das nicht hält und auseinandergeflogen ist. So, da kommt er jetzt. Na, hier kommt er ein bisschen. Da drin fehlt was. So, okay. Nehmen wir jetzt mal eben andere Schrauben dazu. Die sind da so hin. So, dann gucken wir hier den anderen nehmen. Ich sammle ja immer diese Schrauben von den Schlössern, das ist immer wichtig. Denn manchmal ist das mal so ein komisches Gewinde und dann hat man nichts Passendes. So, und da muss ich nochmal eben mit dem Hammer draufhauen. Das mache ich mal eben auf dem Amboss. So, jetzt ist das dementsprechend hier auch alles drin. Irgendwie fehlt da was drin. So, auf alle Fälle kann man die wieder vernünftig anziehen. Mal eine finden hier. So, da muss man mit dem Hammer drauf. Ja, und die alte schmeißen wir weg. So, und somit müsste das eigentlich wieder funktionieren. Zylinder nehmen. Da ist kein Knopf dran. Ich dachte, er würde gehen, aber er geht nicht. Also nehmen wir einen anderen. Man kann sehen, also das geht wieder. Der Wechsel geht nicht, das ist klar. Das braucht man auch nicht, weil der hat auf beiden Seiten einen Drücker. Das ist ein Gartentor. Das verstehe ich noch nicht, warum die da so ein Schloss eingebaut haben. So. Eine Klinke wollte ich nehmen. Eine Klinke hier. Ja. Okay, der ist jetzt fest. Heißt, die kommt nicht wieder raus. Ist irgendwo ein Grund. Naja.
Das liegt da an diesem Teil. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht mehr. Das braucht er jetzt auch noch raus. Müssen wir nochmal eben hier die. Und dann müsste ich da mal ein neues Schloss besorgen. Das ist komplett schief, ist das. Jetzt machen wir das nochmal einmal auf. Mache ich ja öfter, dass ich die Schlösser zwei oder dreimal aufmache, weil irgendwas nachher nicht so ganz so möchte. So, das Ding brauchen wir nicht mehr. Das Schloss wird am Tag, ich weiß nicht, wie oft geschlossen, da ist ein Kindergarten. Ich denke mal, wie gesagt, ein neues Schloss, das muss ich jetzt erstmal wieder reinbauen, weil das Tor habe ich momentan nicht offen stehen, weil sonst würden mir die Kinder da weglaufen, sondern. Warte mal, ja. Ich habe das zugebunden mit dem Seil, aber das ist, ich kenne also wieder so Eltern, die dann beigehen, was soll das denn? Und dann machen die das Band weg und dann ist das Tor offen und dann läuft ein Kind raus. Da ist auch noch die Heerstraße, also fahren viele Autos. Und dann habe ich nachher das Problem. Weil keiner will es nachher gewesen sein. Und deswegen muss das Schloss da so schnell wie möglich wieder rein. So, jetzt geht's immer noch nicht. Ist alles okay hier? Ich dachte eben, der würde ein bisschen spinnen. Okay, jetzt fängt das Schloss an, Probleme zu machen gerade. Gucken, was hier noch das Problem ist. Dann machen wir mal ein bisschen mehr Druck drauf. Nicht das Problem. Dann kommt der Deckel ein bisschen biegen. So, eine Schraube rein, ist immer erstmal wichtig. Das Problem noch da? Ne, ist nicht mehr da. Hammer. Problem ist nicht da, okay. Es ist da wieder was rausgesprungen, das habe ich mir schon fast gedacht. So, also hier zuerst die Schraube rein. So, mal gucken. Jetzt ist gut. Okay, Problem ist noch nicht da. Immer noch nicht da. Noch nicht da. Das ist ja schon mal super.
Ja, jetzt geht's. Also der Deckel war verbogen. Ja, das Teil hier. Manchmal ist es so, da kann ich eine Menge rausbauen aus einem Schloss. Und das funktioniert immer noch. Meistens geht es immer nur darum, damit das heute wieder reinkommt und auch funktioniert. Was hat er denn jetzt offenbar für einen Auftrag hier? Dann muss ich mal im Schraubstock machen. Kommt doch. Mal mit der Zange bei. So. Schraube wieder drauf. In die richtige Position legen. So, erst mal gucken. Geht er noch? Funktioniert alles. Ja, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. Ich baue das ein, muss da eben das Maß nehmen. Das heißt also, ich brauche das Dornenmaß. Brauche ich hier. Das ist hier ein 30er und ach du Schitte. Ja, das ist ja ein Problem. Ich weiß nicht, das jetzt richtig ein 105er oder 106er. Muss ich gucken. Na, es gibt jetzt hier ein Problem. So, dann gucken. Wie geht das auf? Oh, warum haben die da so ein Sonderschloss eingebaut? Was soll das denn? Warum haben die nicht ein normales genommen? So, das ist hier 60 auf Dorn. Oh, das ist wieder richtig teuer. 60. 106 oder 107 ist das hier. Linkes, der Stulp ist 18 mm. Na gut, so, muss ich gucken, ob ich ein neues kriege und was es kostet. Und ja, das ist ganz schön gebogen. Das mache ich gleich noch ein bisschen gerade. Und dann geht das Ganze wieder. Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein Schloss. Das ist von Glutz. Ich hatte das schon mal. Das ist total verbogen. Ja, man sieht hier, dass einiges durcheinander gegangen. Da fehlen auch Schrauben. Ich denke mal, das ist gar nicht so doll kaputt. Schau ich mal. Ich werde das mal eben hier aufmachen. Dann mal eben rein. Gucken. So, Schraube beiseite. Schrauben habe ich ja genug. Mache jetzt gerade ein bisschen Bremsenreiniger drauf. So, so sieht das von innen aus. So, jetzt muss ich mal eben schauen hier, wo was hinkommt. So, den auf alle Fälle erstmal in die Richtung, das ist schon mal klar. Das muss ich ja nicht mal eben im Schraubstock einspannen, das ist auch klar, dass es dahin kommt. Und das kommt hier hin. Ja, hier haben wir das andere Teil. Das ist also dann so und so. Ja. Gut, das mache ich mal im Schraubstock rein, weil hier die Feder so da unter Spannung steht. Und sonst habe ich da
ein Problem. Okay, das muss da rein. Ziehe mich nochmal runter und das mache ich mal im Schraubstock.